Es ist sogar davon auszugehen, dass sie länger betreut und versorgt werden müssen. Aus unserer Sicht ist deshalb klar, es braucht Quartiere, Quartiere, Quartiere. Notquartiere, längerfristige Grundversorgungsplätze, privaten Wohnraum und die entsprechende Betreuung dazu. Sie müssen verstehen, viele kommen aus Dörfern, waren noch nie in einer europäischen Großstadt und können vielleicht auch teilweise die Buchstaben nicht lesen, die sie vor sich haben. Also das ist ganz, ganz eine sehr, sehr herausfordernde Situation, für, vor allem für ältere Menschen, die auch mitflüchten. Child is safety is really priority because there were a lot of smuggling of people to, and we heard stories, personal stories of people who know someone who gone missing. That's why it's really important that when they come they feel safe, and also in regards to the host family, we call it internally, we do the matching. Some host families are a little bit have very precise questions, but then of course we have to also explain to them what is the situation, which is the urgent situations, people fleeing from the war, and this is something very different than Viennese reality. Поэтому прошу каждого, кто чем-то может помочь таким людям, как я, как она, сделать максимально возможно. Sie bittet um Hilfe für solche Menschen wie Sie und Ihre Tochter. Ich habe noch nie so viel Leid gesehen, muss ich sagen. Ich dachte, den Menschen geht so wie mir vor über 30 Jahren, als wir gekommen sind mit nichts und zwei Koffer mit Familie. Es ist aber nicht so, weil das sind einfach Mütter, die ihre Männer dort gelassen sind, haben, alle, mit Kindern hierher kommen, hier nicht sein wollen, natürlich, aber müssen, um ihre Kinder zu beschützen. Und es ist natürlich ganz anders, ohne Perspektive für die Zukunft. Es geht nicht darum, sondern man zählt die Tage, um zurückgehen zu können. Das ist eines der Zimmer, der vier Schlafzimmer, die wir haben. Hier schlafen zwei Familien, eine Mama mit einer 13-Jährigen und eine Mama mit einer 3-jährigen Tochter. Hier. Ja. Die Schwierigkeiten sind natürlich die Sprache, weil die Leute können natürlich hier nicht kommunizieren und das habe ich nicht bedacht. Es reicht nicht einfach nur eine Wohnung zu geben. Man muss die Leute tatsächlich betreuen.
Überraschung. Ну, знаете, самое большое волшебство в том, что вот нами занимается Маша, Аня занимается, но когда приходят соседи, приносят продукты, когда, ну, вы пришли в магазин, посчитали, сколько нам чего хватит, мы понимаем, что... Не хватит. Да, не хватит. И тут приходит сосед, который приносит нам еду. Тут нам отправляют еду со школ. Ну, правда, это волшебство. Это... Сегодня он, ну, может со мной встретиться, потому что в другие дни... Он сейчас работает, да, нет, работа. Ого. Да, это было бы уже вообще отлично. Я документы все равно.